Ja, die Stigmatisierung, die ich gerade angesprochen habe, also dass alle über einen Kamm scheren, ist nach einem Attentat wie in Solingen eventuell eine menschliche Reaktion, die aber ja nicht zu unmenschlichen Aktionen führen sollte. Und doch erleben sie Menschen mit Migrationsgeschichte immer und immer wieder, auch weil die Differenzierung einfach auf der Strecke bleibt. Alle Afghanen, alle Syrer, alle mit Kopftuch, alle Muslime. Das Zugewanderte, Geflüchtete und Geduldete unter den in Teilen nicht mal mehr hinter vorgehaltener Hand geäußerten Beschimpfungen und Unterstellungen leiden, ist das eine. Dass sie aber eben genau vor dieser Art von Terror und Islamismus wie in Solingen geflohen sind, das andere. Es lohnt sich, den Betroffenen zuzuhören, so wie es Lisa Yandi getan hat. In Berlin hat Familie Mastou sich ein neues Leben aufgebaut, fernab vom Bürgerkrieg in Syrien. Das Attentat in Solingen aber hat sicher Geglaubtes ins Wanken gebracht. Wenn wir nach unserer Zukunft denken, bekommen wir Angst. Machen wir viel Sorgen. Dass wir wegen dieser Leute, dieser kleine Teil von den Flüchtlingen, dass wir alle eine Strafe bekommen. Mit dem Attentäter verbindet die Familie rein gar nichts, außer dass auch sie einst aus Syrien geflüchtet sind. Wir sind hier, um einen sicheren und ruhigen Leben haben. Und Deutschland hat uns diese Chance gegeben. Warum wir nutzen diese Chance nicht? Warum wir tun diese Leute, die haben die Tür vor uns geöffnet? Das finde ich schrecklich. Maria Mastou ist Laborantin im Krankenhaus. Ihr Mann Haitham arbeitet als Betreuer in einer Flüchtlingsunterkunft. Der Asylantrag lange bewilligt. Und doch trifft sie die aktuelle Debatte der Generalverdacht nach Solingen sehr. Diese Gruppe, sie machen Schwierigkeiten für andere, machen die Tür zu für andere. Sie machen für andere einfach das Leben hart hier in Deutschland. Mehr als 1 Million Schutzsuchende aus Syrien und Afghanistan leben in Deutschland. Javed Rahmani hat nach Jahren der Unsicherheit einen Aufenthaltstitel, eine Arbeit und sorgt sich um das, was er hier erreicht hat. Okay, der eine hat Schuld gemacht, er bekommt seine Strafe, jetzt fliegt wieder nach Afghanistan oder Iran oder Syrien. Das ist genau richtig, aber nicht mit den anderen, weil ich bin selber von Afghanistan weggelaufen hier gekommen. Ich gehe wieder da, ich weiß genau, was passiert mit mir. Im Kreuzberger Himmel arbeiten nur Geflüchtete. Ein Erfolgsrezept und Andreas Tölkes Idee. Die aktuellen Reaktionen der Politik für ihn ein populistischer Reflex. Abschottung und Rausschmeißen. Das sind im Moment die einzigen Modelle, die angeboten werden. Diese Modelle sind weder nachhaltig noch sinnvoll. Menschen, die hierher geflüchtet sind, sind auf einmal verängstigt, dass sie wieder in die Heimatländer abgeschoben werden. Die sind vor Terror und Verfolgung geflohen. Familie Mastou ist geflohen und angekommen in Deutschland. Arbeit, Schule, Wohnung, Ehrenamt. Haitham trainiert Kinder beim FC Union. Wir versuchen immer was gut machen, was ist positiv. Aber trotzdem, wir schaffen nichts. Nicht nur die schlechte Seite zeigen, auch die Leute, die streben und sie mitmachen und zum Gesellschaft gehen und wollen gerne, dass es sie ein Teil, ein erfolgreicher Teil von Deutschland sein. Denn Berlin ist ihr Zuhause geworden. Gerade wartet die Familie auf ihre Einbürgerung.